nichts. Aber wer jetzt Vollgas bekannt ist, ist der Ryan in der Masse. Mhm. Der geht halt voll ab komplett. Aber ja, mir ist das ein bisschen zu bunt. Was meinst du? Ja, ich finde es irgendwie auch so, also schon. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute eine weitere Edition von Hypebeasts nach erfundenen Modemarken befragen, allerdings in der Justin Edition. Wir werden uns ein paar Worte vom Reaction Boss heraussuchen, werden die so ein bisschen unter andere Marken mischen und schauen, ob die Leute zugeben, dass sie die Marke nicht kennen oder einfach sinnlos flexen und ja, wir sie ordentlich hops nehmen können. Das ist dreist. Ich will gar nicht mehr länger quatschen, Freunde. Here we go, suchen wir uns das erste Opfer raus. Gut, ich habe mir da schon meine Liste zusammengeschrieben mit so klassischen Aussprüchen wie rein in die Masse, so nicht mit jung, sieht man das. Zehner, werden wir so ein bisschen Englisch aussprechen als Tenner und natürlich auch Reaction Boss. Das Wort muss natürlich mit rein, aber ja, wer weiß, ob das was wird. So Freunde, wir sind ja gleich beim ersten, der sehr modisch gekleidet ist mit dem Guest-Shirt. Wie heißt du? Max. Max, gleich einmal sympathisch. Heißt auch Max. Max auch. Freut Max. Mich, freut cool, mich. Cool, cool. Lässig. Du bist unterwegs in der Stadt und hast ein gut angepasstes Outfit, würde ich sagen. Hast du was überlegt dabei? Ja, also ich versuche mich eben immer farblich das Ganze irgendwie abzustimmen. Ja. Also oft ziehe ich auch eben weiße Schuhe an zum Schwarzen. Ja. Aber ich trage eben meistens schwarz und weiß, weil okay, ich finde, ja, ist einfach, das gefällt und mir einfach genau. Es ist, okay. Man kann damit nichts falsch machen. Ja, da hast vollkommen recht. Genau. Guess so eine Marke, die du feierst? Ja. Allgemein amerikanische Marken taugen dir? Ich würde eher sagen normal italienische. Okay, so italienische. Armani. Moschino. So nicht Minjung. Genau. Ja, genau, voll. Genau. Okay, okay. Genau. Und momentan extrem gefragt sind auch asiatische Marken wie Bape zum Beispiel oder Yoshi Yamamoto ist der ein Begriff. Ryan in der Masse wird ja auch komplett gehypt. Mhm. Aber feierst du Ryan in der Masse? Nein, nicht so. Ja. Also, weißt du, es ist immer Geschmackssache, was man jetzt so feiert, aber ich bin mehr so jetzt auf dem Klassischen, so ein bisschen. Ja, ich voll. Finde, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, so wie Tenner zum Beispiel. Genau. Ja, voll. Das ist lässig. Ist zwar ein bisschen bunt, oder? Ja. Ist bunt so ein Fall. Tenner übertreibt es halt auch einfach. Also bunt ist generell nicht so meins. Ja. Ich halte es eher mehr dezent so von den Farben. Ja. Okay. Ja, lässig. Super. Was wollte ich noch? Ganz kurz nur einen Moment. Ich habe mir da so ein bisschen Notizen gemacht. Damit ich wieder einen Faden reinfinde. Weil du sagst italienische Marken. Sid Mendes, weiß ich nicht. Finde ich zum Beispiel nicht so lässig, weil es mir zu eng geschnitten ist. Was meinst du dazu? Also es muss einem halt passen. Ne? Ja. Passt also, dir Sid Mendes? Also ich feiere es jetzt persönlich nicht so. Ja. Also ich versuche immer so ein Mittelding zu finden zwischen eng geschnitten und eher weiter. Ja. Weil wenn es zu weit, so oversize, sowas taugt mir persönlich nicht so. Ja, verstehe ich. Und jetzt, gerade im deutschen Markt kommen ja die Brands immer wieder zustande. Was hältst du von Reaktionsboss? Sagt mir nichts. Sagt er nichts? Sagt mir nichts, nein. Okay. Ja, Brudi, dann auf jeden Fall top Outfit und danke für deine tolle Expertise, gell? Ja. Wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Alles Gute dir. Dankeschön. Wie heißt du auf YouTube? Maximilian. Maximilian? Maximilian, okay, genau. Perfekt. Schönen ich Tag dir. Ciao. Super, freut mich. Das war ja sowas von einfach. Oh mein Gott. Er hat mir aus der Hand gefressen. So macht das Spaß. So macht das Spaß, Leute. Wie viel werden wir heute noch hops nehmen, Leute? Macht seine Schätzung. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin schon beim nächsten. Wie heißt du? Mohamed. Ja. Okay, freut mich. Cooles Bandshirt, AC/DC. Dazu die eher Baggy Jeans und die Air Force. Also ein cooles Outfit, kann man nichts falsch machen. Yes. AC/DC selber, die Musik feierst du oder halt nur was Cooles zieht man es an? Ja, ich habe das T-Shirt einfach gekauft, weil es gut aussieht. Ja. Da ist ja immer so die Diskussion, muss man die Marke, muss man die Musiker wirklich feiern, damit man das anziehen kann, ist aber nicht zwangsweise notwendig, sagst du? Nicht notwendig. Okay. Gibt es auch so Marken, die du feierst, so eher so High-Price-Marken wie Balenciaga oder so? Gibt es da Marken, die du cool findest? Ja, zum Beispiel B23, die neuen T-Shirts, wo die Dinosaurier drauf ist. Ja, das ist die Kollektion vom letzten Jahr, genau, mit dem Sorayama gemeinsam. Ja. Die haben ja auch eine Kollektion, die greifen ja allgemein so ein bisschen auf asiatische Designer wie den Sorayama zurück. Zum Beispiel, sie haben eine gemacht mit Sonit Minjung. Hast du die auch gefeiert oder hat dir nicht so taugt? Kommt mir nicht bekannt drauf vor. Okay. Und feierst du allgemein amerikanische Marken auch? Chrome Hearts ist zum Beispiel extrem begehrt momentan bei den Rappern. Kommt mir also nicht bekannt drauf vor. Ich kenne mich... Halt, ich ziehe diese Standard
Kolumbier, Zara, Vintage. Okay, also so hochpreisige Sachen ist so nicht wirklich dein Fall? Nicht wirklich. Okay, und es interessiert dich auch nicht so wirklich? Nein, nicht wirklich so. Okay, ja, passt, perfekt, Bruder. Das war's dann schon. Wie gesagt, cooles Outfit und schönen Tag dir. Hat mich gefreut, Mohammed. Ja, das war einmal nix. Schauen wir weiter. So, Freunde, ich bin jetzt bei, wie heißt du? Philipp. Philipp, freut mich. Und wer bist du? Marc. Marc, freut mich sehr. Ihr habt coole Outfits an. Ich sehe schon die Yeezy am Start. Auch die neuesten Modelle natürlich. Da wird schon geachtet. Babe sehe ich bei dir. Also auch asiatische Marken feiert ihr. Ja, zum Teil. Okay, Babe geht ja komplett ab. Die Kollektion mit Surayama, mit Dior ging ja komplett ab. Jetzt räumt so Nit Min Jung so ein bisschen auf. Findet ihr den cool oder eher nicht so? Ich kenne ihn nicht. Okay. Aber Surayama schon? Ja. Ja. Und amerikanische Marken auch so ein bisschen euer Stil oder eher nicht so? Inwieweit? Chrome Hearts zum Beispiel. Chrome Hearts feiern jetzt die ganzen Rapper zum Beispiel. Also so tief bin ich nicht drin. Okay, ach so, ich habe mir schon gedacht, so tief bin ich nicht, dass ich sowas anziehen würde. Okay, ja, zu meinem Ryan in der Masse geht gerade auch komplett ab im europäischen Raum, der ist ja auch Amerikaner, der sagt euch auch nichts, oder? Nee. Okay. Gut, ja, die Marken waren sowieso erfunden, von dem her habt ihr sehr gut reagiert. Du kennst das Format. Wir kennen das Format. Ach, scheiße. Aber selbst wenn es was gewesen wäre, ich hätte es eh nicht gewusst. Ich habe überlegt, soll ich mitspielen, aber... Nein, wir wollen ehrliche Reaktion. Ja, cool, weil ihr das nicht so dann habt, gell? Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag, Spaß, danke fürs Mitmachen, gell? Viel Erfolg, das ist das, was wir uns wünschen. Können wir noch ein Foto machen? Ja, sicher. Der erste war halt Bombe. Wo man noch einmal so einen finden, der steht halt auch in den Sternen. Also, ja, kennst du, gell? Aber cooles Shirt, passt perfekt rein, gerade ins Video. Aber leider kennt er das Format. Schönen Tag dir, gell? Mach's gut, ciao. Der hat ja alles von dir, Justin. Er hat das Shirt, der hat die Babe-Kette, aber er hat Gucci Ace an. Also da will ich mal was überlegen. Der wäre jetzt wirklich perfekt gewesen. Aber ist halt das Problem, wenn man schon zu fame ist, kann man... Danke dir. Scheiße, alle wissen. Das wird, glaube ich, nicht mehr im ersten Bezirk. Ich meine, im 10. Bro. Stimmt eigentlich. Am Räumen, am Platz haben es nur die Fakes. Und Corpo. Perfekt, super, Freunde. Perfekt. Wir haben nämlich noch kein Mädel heute. Ja, nur Burschen dabei. Ja, Freunde, unser erstes Mädel in der Runde. Wie heißt du? Pia, freut mich. Du hast ein cooles Balenciaga-T-Shirt an. Ja. Ich habe das gleiche in schwarz. Ja, cool. Balenciaga, eine Marke, die du feierst? Ja, schon. Allgemein teurere Marken, findest du gut? Ja, wenn ich das Geld dafür habe. Okay, das heißt, du sparst immer so ein bisschen und dann kaufst du was Cooles. Ja. Was feierst du noch so? Ich habe was von Kenzo und Moschino. Mhm, Moschino. Ja, Moschino sagt man auch. ja, und sonst Balenciaga. Ja. Und ja. Und feierst du auch so ein bisschen asiatische Marken wie Babe zum Beispiel? Ja, davon habe ich nichts, aber... Hast nichts. Ja. So Nit Min Jung ist auch eine nice asiatische Marke, finde ich, oder? Ja, finde ich ganz cool. Komplett abgehen tun jetzt auch Amerikaner wie Rick Owens, vielleicht sagt er da nichts, aber wer jetzt Vollgas bekannt ist, ist der Ryan in der Masse. Mhm. Der geht halt voll ab komplett. Aber mir ist das ein bisschen zu bunt, was meinst du? Ja, ich finde es irgendwie auch so, also schon. Ja. Und vielleicht auch italienische Marken, Gucci zum Beispiel, findest ja, du wahrscheinlich? Ja, ich habe davon so ein paar Parfums halt. Ja. Ja, ich finde es auch mega nice. Sid Mendes kommt auch gerade extrem gut. Die machen so extravagante Schnitte. Ich würde es nicht anziehen. Und du? Also ich eher nicht, glaube ich. Okay. Aber für andere ist ganz nice wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, cool. Dann danke vielmals für das Interview und einen schönen Tag dir. Gell? Mach's gut. Tschüss, Baba. Grüß dich. Auf Maximilian ist das Video. Auf Maximilian auf YouTube. Okay. Perfekt. Danke dir. Tschüss. Das war ja jetzt auch nochmal easy. Perfekter Abschluss mit dem Mädel. Kennt natürlich alles, oder? Grüß euch, Schweinsbech. Ja, wir machen gerade ein Interview zum Thema Modemarkt. Du kennst das, gell? Ich kenn alles, ja. Was habt ihr vor? Ja, wir sind eigentlich schon fertig. Ja. Liebe Leute, wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wenn wir noch so ein Format drehen sollen, dann schreibt es in die Kommentare, mit wem wir das diesmal machen sollen. Ich hoffe, dem Reaction-Boss hat es auch gefallen. Das war's von mir, euer Maximilian. Ja, war wild. Gutes Video.